Folge 11 von Train Fever bei den Spielkindern, ihr wisst ja Bescheid. Mit dem Train, ja. Dem einen. Mach mal die Linie aus, die sieht tatsächlich aus. Ich wollte den Leuten zeigen, dass er Ertrag bringt, dass ja. er erfolgreich ist, dass er Geld macht. Aber gerade eben war doch die Summe noch viel höher gewesen. Naja, weil er mittlerweile ja. wieder Betriebskosten hatte, einen Monat vorbei war. Und die Leute lösen sich auf. Ja. Wir hatten eben noch 31 Leute im Zug, haben wir ja. eben schon geguckt. Jetzt sind es nur noch 29. Jetzt sind es 29, weil der Zug sehr langsam ist. Und da wir da Erfolg haben, werden wir vielleicht den nächsten zweiten Zug anschaffen auf der Linie. Sollten wir uns überlegen. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal kurz noch fahren. Fahren die dann durcheinander durch, oder? Nee. Nee. Also wenn wir den zweiten Zug, dann müssen wir da müssten wir entweder in der Mitte, weil wir ja dann Pendelverkehr haben, müssten wir dann einen Ausweichgleich machen in der Mitte. Oder wir bauen gleich das Doppelgleis. Dann bauen wir das Doppelgleis. Genau. Wir haben jetzt mittlerweile auch wieder ein Jahr durchlaufen lassen. Das Jahr 69 komplett nicht groß was gebaut. Ja. Und haben halt wieder eine 500.000 verdient in etwa. Haben ein bisschen unsere Fahrzeuge erneuert. Das habt ihr jetzt genau. nicht gesehen. Das sind die Straßen in den alten Städten verbreitert, soweit genau. es noch ging. Das hat man ja bisher noch nicht gemacht. Und jetzt würde ich sagen, verbinden wir mal überlandmäßig Kliphausen mit Osterhausen. Die heißen beide Hausen, das kann man sich gut merken. So, dann brauchen wir aber erstmal wieder hier die gute alte Landnutzung. Die ja. Höhenlinien können wir jetzt erstmal ausmachen, die fressen auch nur Leistung. So. Wo setzen wir denn da jetzt unseren Busbahnhof hin am sinnvollsten? Also richtig gut wäre, wenn wir da später jetzt eine Straßenbahn oder sowas bauen oder eine Buslinie, die hier diesen Haifischzahn hier lang zu führen, ne? Weil dann nehmen wir ja... Na, wir sollten aber auf jeden Fall oben ja auch den gelben Haken da mitnehmen, durchs gelbe Gebiet fahren, also vielleicht oben an der Spitze des gelben. Ja, also hier so, genau. dass wir das dann irgendwie verbinden. Genau. Hier rüber, ich kann es ja mal provisorisch... Genau, und dann vielleicht auf der Innenseite, dass man im Notfall außen auch noch einen Bahnhof ranbauen könnte. Genau, dann machen wir das doch so. Dann verbinden wir das Ding so. Ja. In etwa. Genau, und dann baust du auf der Innenseite einen Busbahnhof. Natürlich für Menschen einnehmen. So, dann machen wir den... Ich weiß nicht, wollen wir ihn gleich mittig machen? Ist eigentlich egal. Ja, ich würde, wenn du mal guckst, die Hügel, ich würde es vielleicht eher da machen. Also, ne? Ja. Gut, dann haben wir da den Busbahnhof, sehr schön. Dann können wir nämlich gucken, ich weiß auch schon, wo wir die Straßenbahn langführen. Seht ihr es auch schon? Kleine Rätselfrage. Nein, also wir machen den Bogen hier oben, nehmen wir mit der Straßenbahn, können da die Leute ja. abliefern, fahren dann hier die Straße runter, diese hier, mhm. fahren dann hier nach rechts und nehmen dann die beiden Ausleger hier nicht mit, sondern fahren dann genau. hier rum und können dann hier und den dann durchs Wohngebiet, und dann durchs Gewerbegebiet, genau, perfekt. Wunderschön, das mache ich als nächstes, aber jetzt erstmal die Überlandbuslinie. Genau, dazu müsstest du vielleicht noch dann die... Hier brauchen wir auch noch irgendwie Busbahnhof, ja. oder haben wir da schon einen? Nee, da musst du am besten natürlich am Bahnhof ran. Das wäre optimal, da würde ich sagen, reißen wir die beiden Häuser her ja. und bauen den dahin, weil die werden relativ billig sein. 60.000 und... Ne? Vielleicht kriegen wir den da noch dazwischen gequetscht? Manchmal geht's. Ja, nein. Aber ne, wir haben, du hast noch nicht probiert, eine Straße da zu bauen. Manchmal kann man hier so ein bisschen so eine Straße so rausführen. So irgendwie. Und dann kann das manchmal noch klappen. Schade. Vielleicht reicht es, wenn du das Rote abreißt. Ich probier's mal. Das Geld haben wir dann. Ja. Knappe Millionen. Dann reißt mal die kleine Straße noch mit ab. Ja. Weil das wäre schon echt praktisch. Ah, schade, ja. schade. Und hier auf der anderen Seite auch nicht. Ah. Dann reißt es blau mit ab, was soll's. Ja, die 200.000 Kinders, das haben wir. Willst du nur mal arm sein? Nee. So, und dann ist das nämlich auch, dann können wir den, nee, den bauen wir hier, dann ist es ja. eine eigene Straße für den. So, und dann fahren die hier unten raus und genau, dann machen wir da eine schöne neue Linie. Und zwar von dort nach... Dort. Da werden wir relativ viele Fahrzeuge brauchen, damit die schnell sind, weil es eine ja. relativ lange Strecke ist. Die Linie nennen wir, was ist das? Das ist Kliphausen. Und das andere ist Ost. Ost, also Ostclip. Ostclip, perfekt. Oh, ich habe jetzt schon wieder eine Linie zu viel. Ja, nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal. Da, die ist schon offen. Ja. Achso, du hattest ja noch. Ich wollte die nur wegmachen, damit ich es nicht vergesse. Das Ostclip. Ost nach Clip. So. Genau, sieht gut aus. Und jetzt brauchen wir Fahrzeuge. Ja, wie viel haben wir auf der anderen Überlandstrecke? Du kannst mal einen Vergleich haben. Da haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mittlerweile. Also fangen ja. wir mit 10 vielleicht an hier. Ja, weil die Strecke müsste in etwa gleich lang sein. Ich könnte es mir auch vorstellen. Also, dazu kaufen kann man immer. Lass mal lieber erstmal mit irgendwie weniger anfangen. Dann fangen mit 8 an. Fangen wir mit 8 an, weil zukaufen kannst du immer noch. Ja, die sind auch relativ teuer. Ja, auf jeden Fall mit 8.
Ja, da können wir uns mehr eh nicht groß leisten. Dann machen wir erstmal. Ich schicke erstmal 4 los. Ja, genau. Und dann die nächsten kommen dann später. So ist das jetzt hier. Ostclip da. Und dann haben wir nämlich, sichtbarer, dann haben wir nämlich schon 7-Minuten-Takt. Da sollten wir auf jeden Fall so auf 4 Minuten sollten wir kommen. Aber dann lassen wir die erstmal kurz losfahren. Ich drücke mal kurz für ein paar Sekunden auf die Beschleunigung. Da fahren so unsere Busse. Unsere Dampfbusse. Klasse Sache. So. Lassen wir sie mal kurz ein bisschen. Ja, wir können auch erstmal was anderes machen. Dann, die brauchen jetzt wirklich eine Weile. Vielleicht kannst du einfach schon mal die drüben den Nahverkehr bauen. Hier, in Kliphausen. Da haben wir sogar schon einen richtig guten Plan. Dann machen wir das genau, doch also auch. Genau, die Straßengröße. Und Trappengleise richtig. Direkt. So, hier wollten wir lang. Hier wollten wir lang. Genau, den Zahn aus mit mitnehmen. Den nehmen wir mit, ja, klar. Und da muss man mal gucken, dass das... Manchmal geht es dann an den Kreuzungen mit der großen Straße nicht. Das ist dann ärgerlich. Dann hast du so eine so eine Sanduhrform da drin. Das nervt mich immer. Ja, aber jetzt, da wir noch so weit am Anfang sind, die Stadt noch nicht ausgebaut ist. Ja, das stimmt. So. Genau, dann wollten wir hier lang. Da bauen sie auch schon kräftig. Ja, das ist... Also, sobald die Straßen vergrößert, kannst du quasi instant sehen, wie dann die Gebäude vergrößert werden. Also, das bringt teilweise schon nur durch die Straßenvergrößerung 20 Einwohner mehr. Das ist richtig gut. Das ist auch eine schöne enge Kurve. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber hier kommst du halt nicht schneller rüber. So dicksten Häuser da unten, mehr oder weniger. Die reißen wir nicht ab. Das können wir uns gar nicht leisten wahrscheinlich. Wir können ja mal gucken. Das können wir uns gar nicht leisten. Vor allem, wenn wir 2 abreißen müssen. Nee, das stimmt. So, genau. Hier ist, das ist ja schon eine Bushaltestelle hier oben. Genau, aber da fahren die Straßenbahn nicht rein. Stimmt. Also müssen wir hier am besten... Auch mal eine Haltestelle ranbauen, Noch eine Haltestelle ranbauen, dann bauen wir... Ist das dann auch gleich die Haltestelle für den Bahnhof wahrscheinlich? Ja. Dann bauen wir die hier hin so. Hast du da die kleine Straße gebaut? Nee. Ich kann die auch wieder abreißen. Ja. Ich glaube, die ist jetzt nicht groß, aber... Dann bauen so, die einfach eine Straße. Das machen die ständig. Das ist eine Sauerei, ist das. So, dann bauen wir hier was hin. Hier was hin. So, dann fahren wir hier um die Ecke. Kommt hier ein. Ja, dann hier vor dem großen roten Haus. Das ist doch schick. So. Das ist zwar relativ nah beieinander, aber ich würde es trotzdem machen. Ja. Weil da so viele grüne Häuser sind. Gerade das ganz große hier hinten, das kriegen wir da vielleicht noch gerade so mit. Dann nehmen wir die hier hinten noch mit. Dann um die Kurve rum. Fahren sie hier um die Ecke. Dann. Ja, hier reicht aus. Reicht völlig aus, wenn wir da eins hinbauen. Na, jetzt sie hier in mittig eher. Ja, gut. Ich kann es auch mittiger bauen. Ja. Ist mir egal. Ja, ist egal. Das ist nicht meine Stadt. Ist ja Kliphausen. Nee, da brauchen wir genau hier. Dann, ja. Dann vorne an der Ecke, genau. Auf der anderen Seite bei den dicken blauen Häusern. Ich baue hier 2 auf der Seite der Straße. Okay. Hier eins und hier eins. So. Dann auf der Straße auch noch 2 und dann genau. Genau. Das sollte eigentlich gehen. Ja. So. Du kannst ja an der Kurve noch einbauen, bevor die Kurve anfängt. Hier, weil das wird sich ja über kurz oder lang sowieso da weiterlaufen. Das wird sich entwickeln. So, und dann kommt jetzt endlich die rote Linie, die er mir vorhin schon andrehen wollte, mit Clip 3P, weil sie dreimal so gut ist. Trampus! Jetzt kommt das System wieder. Oh Mann. Was zum Problem mit dem System? Ich finde das System total super, Nick. Ich werde gezwungen, das zu sagen. So. Okay, hier lang. Das darfst du nicht sagen. Ach so, stimmt, das stand leider in meiner Verschwiegenheitsklausel drin. Jetzt muss ich Strafzahlung leisten. Mhm. In Form von Kekspackungen und Colaflaschen. Ich glaube, mein PC ist bezahlt. Nee, so steht das nicht im Vertrag. So, das. Und dann haben wir da relativ viele Stationen, aber das ist okay. Unter 20 sollte man meistens bleiben, sonst dauert es halt einfach zu lange, bis sie da rumfahren. Mhm. Wo bauen wir denn da das Depot eigentlich hin? Da oben würde ich den Leuten lieber Platz lassen, um Gebäude zu bauen. Ja. Wenn es geht. Du baust doch hier hinten eine Ecke. Du baust doch eine Straße raus und das ist gut. Hier ist eine Straße, kann ich das auch ranbauen. Ja, perfekt. Also, dann müssen wir da nur noch Tramgleise legen und dann passt das. Okay, schön. So, und was wir machen? Wir kaufen schon mal Trams. Kann ich nämlich die zweite Linie bauen und dann fahren die nämlich schon mal ein bisschen. Dann kaufe ich schon mal 2 Trams erstmal. Die können schon mal fahren und dann habe ich den entsprechenden Abstand für die
zeitlichen Abstand. So, das sind 4 Minuten, also brauchen wir auch 4, denke ich mal, ja, für die Stadt. So, dann brauche ich jetzt aber erstmal die zweite Linie. So, ist ja schon offen. Rot und Grün haben wir dann wieder. Schön. Da waren wir schon mal. Da waren wir schon mal, jetzt sind wir wieder im Kreis. Das ist Clip. Traminus. Traminus. Okay. Wenn wir in 2 Monaten das nächste Mal spielen, werden wir nicht mehr wissen, warum wir die so genannt haben. Du wirst das immer wissen, Nick. Sonst hätte ja sich ja dein Studium überhaupt nicht gelohnt. Ja, das Gefühl habe ich auch schon öfter gehabt. Mach doch mal mehr Werbung für die akademische Karriere hier. Das kann ja wohl nicht sein. Was ist mit dir los? So. Willst du meine Masterarbeit schreiben? Bist du meine Mami? Willst du meine Masterarbeit schreiben? Nein. Ich bin demotiviert. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ach nee. Viel lieber würde ich jetzt den ganzen Tag das hier spielen, aber nein. Naja, zumindest 2-3 Stunden kannst du das jetzt ja. Ja. Das ist doch schon ganz schön. So, dann weisen wir das der Minus zu. Dann können wir nämlich auch schon gleich die nächsten kaufen für die Plus. So. Gut, dann haben wir jetzt 133 Sekunden, das ist okay. Dann kaufen wir gleich nochmal welche für die Minus, das merken wir uns. Aber du kannst jetzt, die Busse sind jetzt bei der Hälfte, das heißt, du kannst die nächsten 4 Busse noch kaufen. Ja, das wollte ich machen. Ich wusste gerade irgendwie, ich bin rausgezoomt, weil ich irgendwas machen wollte, aber ich wusste nicht mehr was. So, das haben wir 4 Stück wieder. 3, 4 und Ostclip. Genau. Dann haben wir nämlich auch 4 Minuten, dann können wir vielleicht später noch 1, 2 dazu kaufen. Aber dann sollte das auch bald klappen. So, die sind aber auch noch nicht einmal angekommen, die sind bei der Hälfte, das heißt, wir wissen auch noch nicht, ob die wirklich erfolgreich sind. Also drüben, da sind ja auch keine Leute drin, denke ich mal. Nee, wenn sie keine Leute transportieren. Wir können ja gucken, nach Linie ordnen, Ostclip und wir haben 0000. Ja. Also. Aber auf der anderen Haltestelle stehen schon welche. Welche? Bei der hier? Ja. Ja, tatsächlich. Und zwar genau 2. Immerhin. Also wir haben da Potenzial für... Wir haben schon... 8 mal, was transportieren, 6 oder so, oder 8? Ja, das wird sich aber nachher geben. Das wird schon. Ja, die so, dann kaufen wir die beiden anderen Straßenbahnen nach, nicht, dass wir es nachher vergessen. Ach, vergessen wir hier nichts, Nick. Diese Haken haben sich halt echt einfach aus. Ja, muss halt sein. So. Okay, und das ist jetzt Clip Traminus, genau. So. Gucken wir mal, das sollte eigentlich gehen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie unsere anderen Tramlinien laufen. Die sind 33.000, 30.000 und wo ist die andere? Da unten 26 und 38. Also die sind alle völlig im guten Bereich. Ja. Die Öllinie hier läuft gut, unser Zug macht Gewinn. Ja, wobei, wenn wir da noch einen zweiten Zug drauf machen... Dann wird es erstmal wieder schlechter, aber es wird dann auch wieder besser, weil ja die Zeit geringer wird, der Takt wird besser. Und wenn der Takt besser wird, fahren auch mehr Leute mit. Noch mehr Leute? Ja. Wir können jetzt so fast 2 Züge noch mit reinpacken. Na, also einer ist jetzt schon voll, wenn wir den jetzt einfach losfahren lassen würden. Das können wir ja jetzt dann gleich machen, eigentlich. Ja, dann verbreite doch mal die Strecke. Wir haben noch ein paar Minuten. Wo ist eigentlich der Zug? Oh, guck mal, wie viele da unten warten. Ja, das wird super. Ja, guck mal, aber dann stapelt es nicht. Wir sind jetzt gerade mal im Jahr 71. Wir haben 21 Jahre gespielt und jetzt ploppt schon auf und wir wollen das noch vergrößern. Ja. Wir haben nur eine Zuglinie. Das wird schon ganz schön viel Arbeit, das Spiel. Ja, wie viel warten da? Warte mal, also der lädt gerade noch aus, glaube ich. Wir warten schon 55 Leute. Wir haben da eine gute Verbindung gebaut. Ja, ich glaube auch. Aber das sind nur so viele, ich wette es mit dir, weil wir da schon eben ein gut ausgebautes Netz haben. Ja. Also ein Netz haben, gut ausgebautes, so mittel. Aber sonst würden da nur 20 Leute maximal warten. Na klar, die müssten auch erstmal dahin laufen. Müssen halt auch erstmal hinkommen, genau. Na gut, dann zieh mal die zweite Linie da einfach mal mit dran. Die da noch. Das müsste ja reichen. Könnte gerade so reichen, ja. Kommt drauf an, wie lang die Einzelstücke sind, die wir bauen. Also umso kleiner, desto billiger wird es. Wir haben Gott sei Dank keine Tunnel oder Brücken drin, weil das sind dann... Wenn du sie mitziehst, dann wird es auch wieder teurer, obwohl es genau daneben liegt, ja? Ja. Das muss also ich verstehen, wo... Kann passieren zumindest. Also du kannst auch Glück haben, aber... Aber ich meine, du kannst jetzt auch in Einzelstücken bauen, also... Ist auch besser, weil später wirst du dann nochmal was abreißen müssen, weil du irgendwelche Weichen und so einbaust. Und dann ärgerst du dich, wenn du da so ein ewig langes Stück abreißt, was du dann nochmal neu bauen darfst. Das ist immer besser, das so ein bisschen klein zu halten. Ein Abschnitt. Und hier jetzt grad, manchmal setzt man die auch nicht, dann ist da so eine Millimeter Lücke dazwischen. Nee. Weil manchmal dieser Bobbel da nicht so richtig dran sitzt. Hier siehst du so dieses Ding. Mhm. Wenn du es dann so ein bisschen davor und du siehst es nicht richtig, dann ärgerst du dich richtig. So. Zack.
Das sieht doch super aus. Ich finde auch. Jetzt sind wir schon hier bei diesem Übergang über diese Produktionsstraße, genau, beim Sägewerk. Wenn da eine Station wäre, würde sie beim alten Sägewerk heißen. Habe ich das jetzt richtig reingesetzt? Doch jetzt. Da so, also mehr als 20.000 nehme ich da jetzt für keinen Abschnitt aus. Zu teuer. So, wir haben die Hälfte des Geldes schon verbraucht. Aber wir sind doch nicht da. Wir sind gleich da, das stimmt. So. Wir sind noch da hinten besser. So, und jetzt kommt der. Jetzt kommt der große Spaß, den Zug können wir uns gerade eh nicht leisten, ja. Lassen wir am Rande. Aber jetzt kommt der große Spaß, dass wir die Linie so verändern, dass der auf der einen Seite hinfährt und auf der anderen zurück. Das ist nämlich dann gar nicht mehr so trivial. Okay. Weil momentan liegt es trotzdem noch übereinander, ne? Also er checkt das jetzt nicht von allein, nur mal so. Ja. Das hätte man sich ja auch wünschen können oder so, aber so einfach macht das eigentlich so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo am besten in der Nähe der Bahnhöfe, weil wir haben ja zwei Gleise, also können wir auch in der Nähe des Bahnhofs einen Übergang machen. Eine Weiche bauen. Das würde ich ja halt direkt hier irgendwie ransetzen. Natürlich möglichst lang, weil dann kostet es mehr, aber dann ist die Geschwindigkeit höher. Ja. Gerade später, wenn die Züge schneller werden, ist das gut. Ich meine, am Anfang ist es noch relativ egal, aber. Genau, am Anfang ist es relativ egal. Wo ist denn die erste Station? Das war die hier oben, oder? Kann das sein? Ich guck mal kurz. Ost. Ja. Ost, genau. Osterhausen ist da oben. Genau, das heißt, wir sind in Fahrtrichtung. Wir sind also momentan auf der linken, wenn wir in Fahrtrichtung gucken. Ja. Kann es auch drehen. Das macht es einfacher. So, also wir haben momentan Linksverkehr. Das ist auch völlig in Ordnung. Kann er auch haben. Das heißt aber, wir müssen gucken, dass wir jetzt dann da eine Weiche setzen. So, jetzt machen wir hier oben. Ich erkläre euch das gleich alles noch ein bisschen besser. Aber jetzt bauen wir hier erstmal auch noch einen Übergang, weil wir brauchen zwei. Sinnvollerweise. So, und wir sind jetzt unten vom linken aufs rechte gefahren, ne? Genau. Das ist richtig gemacht. So, jetzt müssen wir also vom rechten wieder zurück aufs linke fahren. Dann mache ich mal hier so. Schon versuchen, noch auf die 100 zu kommen. Ja, das klappt da nicht mehr ganz. Da muss ich noch früher anfangen, weil wir da so in so einer Kurve drin sind. Ja. Wenn du es direkt am Bahnhof probierst? Ich probier's. Ich fange mal bei dem an. Ja, guck mal, das sieht besser aus. Dann machen wir hier die 100. Ja. Also ich meine, es ist sowieso direkt am Bahnhof, das ist egal. Aber ja. Wobei die Züge auch relativ schnell reinkommen. Also die müssen nicht irgendwie 5 Kilometer vorher abbremsen. Nicht unbedingt. Also es gibt Züge, die können das relativ gut so. Gerade die Elektrozüge. Das ist schon relativ realistisch. So, jetzt haben wir das. So, jetzt haben wir theoretisch die Möglichkeit, rüberzufahren und wieder zurückzufahren. Ja. Jetzt mal gucken, dass wir ihm das auch beibringen mit Hilfe von Signalen. So. Am Bahnhof halten sie jetzt trotzdem auf dem gleichen Gleis, das kann man... Das kann man, geht zu ändern, aber nur wenn du durch den Bahnhof durchfährst, so. Also sonst halten die auf demselben Gleis. So, jetzt müssen wir auf der... ist schon wieder ein bisschen hell hier bei dir im Zimmer. Entschuldige. Ist ja nicht schlimm, aber ich muss halt deswegen ein bisschen heranzoomen, damit ich noch was sehe. In Fahrtrichtung müssen wir jetzt gucken, dass wir das ändern. Also, guck mal, jetzt fährt er auf dem Gleis hin. Also mal gucken, dass wir ihm jetzt sagen, dass er zurück... soll. Ich muss jedes Mal auch wieder überlegen, wo man die jetzt eigentlich setzen muss. So, jetzt fährt er hier wieder rüber. Finde ich aber nicht so gut. Wenn wir jetzt sagen, dass er hier in Fahrtrichtung... Nee, nimmt er jetzt nur das obere Gleis. Okay, das war Quatsch. Ja. Es war jetzt auch nicht in Fahrtrichtung, was ich gemacht habe. Man muss die Signale immer in Fahrtrichtung setzen, damit der Zug überhaupt reagieren kann. Macht auch irgendwo Sinn. Ja. So, in Fahrtrichtung vor ein Hindernis. Das Hindernis ist hier die Weiche. So, das heißt, hier ist die Fahrtrichtung. Wenn ich das jetzt hier setze, dann fährt er hier rüber auf die andere Weiche. Und wenn ich jetzt hier auch in Fahrtrichtung einsetze, dann funktioniert es nicht. Warum nicht? Kannst du das Signal noch anklicken und da was verändern? Ja, man kann das noch ihm sagen, dass man das Signal nur in Einbahnrichtung... Okay. Aber das bringt nichts. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das mit den Signalen ist übrigens gar nicht so einfach. Ich merke schon. Vielleicht schon merkt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte schon mal eine Zugverbindung gehabt in einem Testspiel, ja. Aber die war nur mit einem Gleis gewesen. Das macht es auch tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich würde sagen, wir machen das kurz außerhalb der Folge. Ja. Und dann erklären wir euch nächstes Mal, was wir gemacht haben, bevor wir jetzt hier irgendwie rumprobieren. Ja, und dann werden wir einen zweiten Zug kaufen mit ein bisschen mehr Geld. Wie wir das hingekriegt haben, haben wir genug Geld. Das dauert. Genau, bis dann.